Wie kann ich mehrere Konten gleichzeitig steuern? Wenn Sie mehrere Konten bei uns nutzen, haben Sie grundsätzlich drei Möglichkeiten. Erstens, melden Sie in den einen MetaTrader, den Sie bereits nutzen, ein weiteres Konto ein. In der Menüleiste im MT4 gehen Sie auf Datei Login. Dort melden Sie das neue Konto ein. Wenn Sie das Häkchen bei Sichern der Account-Informationen setzen, speichert der MetaTrader die Daten und Sie sehen im Fenster Navigator unter dem Ordner Konten, dass ein weiteres Konto hinterlegt wurde. Wenn Sie nun von Konto A zu Konto B wechseln möchten, genügt ein Doppelklick auf die Kontonummer und der MT4 wechselt sekundenschnell. Eine weitere Möglichkeit wären weitere Zugangswege zum Traden. Das Haupttool ist natürlich der MetaTrader 4. Zusätzlich können Sie aber andere Tools nutzen, mobile Apps, iPad oder Android beispielsweise. In den MetaTrader 4 melden Sie Konto A ein, in den anderen Zugangsweg Konto B. Alle Trading-Tools funktionieren parallel nebeneinander. Die dritte Möglichkeit: Installieren Sie den MetaTrader mehrmals auf Ihrem PC. Sie können dazu den MetaTrader ein weiteres Mal von unserer Website herunterladen. Beim Speichern des Programms fragt der Computer, in welchem Ordner Sie dies abspeichern möchten. Das System schlägt Ihnen immer auch schon etwas vor. Wählen Sie hier bitte ein anderes Verzeichnis aus. Über diesen kleinen technischen Trick können Sie den MetaTrader 4 zweimal auf Ihrem PC starten und laufen lassen. In einem davon melden Sie Konto A und in den anderen Konto B ein. Starten Sie dann einfach den MetaTrader 4 neu über das neue Verzeichnis. Sie können dann sogar zwei Symbole, Icons, dafür auf Ihrem Desktop hinterlegen. Empfehlenswert ist dann die Umbenennung der Icons. Zum Beispiel ergänzen Sie die Kontonummer, damit Sie dies später nicht versehentlich verwechseln. Bitte kontaktieren Sie uns bei weiteren Wünschen, Fragen oder Anregungen.